Hallo, wie angekündigt, wollte ich noch ein bisschen was zum Thema Meinungsfreiheit sagen und das mache ich jetzt. Wir tun ja in Deutschland und eigentlich in Europa immer so, als ob das mit der Meinungsfreiheit bei uns alles ganz wunderbar ist und bei so vielen anderen Ländern ganz schrecklich. Da zeigen wir zum Beispiel mal gerne auf die Türkei oder auch China oder auch Russland und was da für Zustände herrschen. Dabei ist es eigentlich bei uns mit der Meinungsfreiheit auch gar nicht so weit her. So ähnlich wie es bei dem Anakin da mit Skill nicht so weit her ist. Das Problem ist bei uns nämlich, dass man zwar sich frei äußern kann, in einem gewissen Rahmen, aber man muss halt mit den Konsequenzen leben, die das Äußern von der Meinung je nach Meinung mit sich bringt. Und wenn man so argumentiert, kann man übrigens auch in China, der Türkei oder Russland absolut frei seine Meinung sagen. Das ist ja nicht die Sache. Die Sache ist der Unterschied, inwieweit sich diese Konsequenzen denn auf das Leben auswirken, das man so führt. Und wie wir gelernt haben, sind diese Konsequenzen auch bei uns im Lande doch überraschend gravierend. Deswegen ist es auch gar nicht so weit her mit der Meinungsfreiheit. So kann es einem zum Beispiel passieren, dass wenn man bei der Bundeswehr arbeitet und in der Vergangenheit die falschen Dinge geliked hat, also die Dinge geliked hat, die nicht dem politisch-medialen Mainstream entsprechen, dass man dann wegen ein paar Likes mal eben seinen Job los ist. Ist wirklich so passiert? Wo war da die Meinungsfreiheit? Ja, sie war nicht da. Und das spricht dafür, dass die Meinungsfreiheit bei uns im Land nicht so frei ist, wie wir immer tun. Denn das Qualitätsmerkmal von Meinungsfreiheit ist immer die Freiheit der anderen, die Freiheit der Meinung, die nicht dem politischen Mainstream oder dem medialen Mainstream entspricht. Denkt da mal einen Moment drüber nach. Die Meinungsfreiheit muss abweichende Meinungen gewährleisten, ansonsten hat die gar keinen Sinn. Wenn die nur dazu da wäre, um immer wieder die Mainstream-Meinung, die eh schon etabliert ist, wiederzukäuen, dann bräuchte man sie nicht. Und besonders sinnvoll ist die Gewährleistung von abweichenden Meinungen, wenn die Mainstream-Meinung vielleicht gar nicht der faktischen Realität entspricht und man vielleicht seine Meinung adjusten müsste, um der faktischen Realität gerecht zu werden. So ähnlich wie damals, als die Leute noch dachten, dass sich die Sonne um die Erde dreht, bis man gemerkt hat, oha, das ist ja alles andersrum. Was heute anders ist als früher, ist, dass der Zugang zu Informationen sehr viel leichter ist, durch das Internet. Man kann sich vom Prinzip einen Haufen Informationen, die alles Mögliche begründen, im Internet zusammensuchen. Vieles davon ist richtig, manches davon ist falsch. Nun denn, wodurch unterscheidet man, was da nun richtig und was falsch ist? Man vertraut auf Quellen. Was ist eine vertrauenswürdige Quelle? Nun ja, für viele Leute eben der politische Mainstream. Man geht davon aus, dass das dann das ist, worauf man sich verlassen kann in dieser Welt. Und wenn sich dann gerade anhand von Fakten beweisen lässt, dass das eben nicht so der Fall ist, wie man es vielleicht angenommen hätte, dann ist das sehr, sehr schlecht für einen selbst. Und man findet sich in einer Welt wieder, in der man nicht mehr wirklich weiß, was man da noch glauben soll. Solange es um Tatsachen geht, ist das alles noch relativ gut managebar. Zu einem Problem wird es dann aber, wenn es darum geht, wie man diese Tatsachen deutet. Und unsere Medienkonzerne haben da ein gewisses Problem, denn durch das Internet ist die Deutungshoheit von diesen Tatsachen ihnen abhanden gekommen. Da jetzt über das Internet eben auch unterschiedliche Deutungen, die nicht dem medialen Mainstream entsprechen, sich sehr gut verbreiten können. Was möchte man deswegen machen? Man möchte die Meinungsfreiheit im Internet einschränken. Da sind wir dann bei der Cancel Culture und dem die Plattformen. Und so kann es dann zum Beispiel passieren, dass dem Sellner die Bankkonten gekündigt werden, weil bei den falschen Leuten das, was er sagt, nicht so gut ankommt und die dann entsprechenden Einfluss haben, um sowas passieren lassen zu können. Und das muss ich jetzt, glaube ich, nicht erklären, aber ohne Bankkonto lebt es sich in unserer modernen Gesellschaft nicht so geil. Und wenn man dann diese Einschränkungen ertragen muss, dann sind wir da bei ähnlichen Verhältnissen wie in China, der Türkei oder auch Russland. Da ist ja auch der Drohfaktor, dass wenn man die falsche Meinung vertritt, dass das Konsequenzen hat, die das Alltagsleben auf erhebliche Art und Weise einschränken. Er muss jetzt wahrscheinlich nicht damit rechnen, dass er verschleppt wird, aber doch ist sein Alltag dadurch sehr, sehr limitiert. Sagt's mal ehrlich, der Unterschied ist jetzt nicht so riesig, ob die hierzulande sagen, der böse Rechte, den können wir aber nicht weiter als Kunden haben, kein Bankkonto. Oder ob sie in China sagen, ah,
nicht linientreu, kein Bankkonto. Trotzdem würde man natürlich seitens unserer Medien nicht behaupten, dass wir hier in Deutschland signifikante Einschränkungen bei der Meinungsfreiheit haben. Aber bei China, da würde man das schon sagen. Also wird auf jeden Fall mit zweierlei Maß gemessen. Und das ist nicht die einzige Sache, wo mit zweierlei Maß gemessen wird. Denken wir mal an die Demonstrationsfreiheit. Manch eine Demo wird genehmigt, trotz Corona. Manch eine andere wird gecancelt. Und das geschieht, wie man sogar zugibt, nicht aus medizinischen Gründen, sondern aus politischen. Man nutzt da Corona aus, um Demos, die einem nicht in das politische Weltbild passen, zu verbieten. Ja, wo ist sie denn da, die ach so tolle Meinungsfreiheit? Wenn je nachdem, welche ach so freie Meinung einer denn da nun vertritt, dieser sein Recht zu demonstrieren wahrnehmen kann, oder eben auch nicht, wenn es die falsche Meinung ist. Und ich habe auch noch ein aktuelles Beispiel dafür, wie je nach Meinung gerne mal der Kontext hinter Aussagen ignoriert wird. Denken wir an die bösen Polizisten in NRW, die ja jetzt alle miese Nazis sind. Aber es fragt sich keiner, warum überhaupt bei der Polizei vermehrt rechtes Gedankengut aufzufinden ist. Weil das die Leute sind, die im Moment wortwörtlich an vorderster Front sich mit dem rumschlagen dürfen, was unsere Politik in den letzten Jahren so angerichtet hat. Die merken jeden Tag in ihrem Arbeitsalltag die steigenden Kriminalstatistiken. Glaubt ihr, dass die dann da noch stehen und einen auf Refugees Welcome machen? Natürlich nicht. Die sitzen dann da und machen ihrem Frust freien Lauf. Und da kommt dann sowas bei raus. Und dass das nicht immer nett klingt, das kann sich jeder denken, aber dass das nicht vollkommen unverständlich ist, das sollte man menschlich empathisch auch nachvollziehen können. Weil da einfach Zustände vorherrschen, die gerade die Polizisten unmittelbar erleben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.